3 Jahre Wartezeit sind endlich vorbei. Am vergangenen Sonntag feierte Bestensee zum ersten Mal seit 2019 wieder den Weihnachtsmarkt auf der Dorfaue. Und der Andrang war groß. Vorfreude war bestimmt so groß wie auf dem Weihnachtsmann an sich, ne? Ja, auf jeden Fall. Die Vorfreude auf dem Weihnachtsmarkt ist in jedem Jahr so. Die erste Vorfreude hatten wir 1993, da fand der erste Weihnachtsmarkt im Bestensee statt. Da hatten wir ganze 3 Stände gehabt, weil 2 von den 5 abgesagt hatten. Aber das war der erste Weihnachtsmarkt und der ist stetig und ständig gewachsen. Traditionell wurde wieder ein 2 Meter langer Stollen der Bäckerei Wahl angeschnitten. Die Einnahmen werden immer für wohltätige Zwecke gespendet. Der Erlös aus dem Stollen geht in diesem Jahr an den Männergesangverein ohne es. Wir begehen nämlich im nächsten Jahr ihr 100-jährige Jubiläum. Und da wollen wir das natürlich versuchen, ein bisschen finanziell unterstützen. Neben herrlich geschmückten Verkaufsständen durfte es natürlich nicht an Unterhaltung für Kinder fehlen. Ist ja schließlich Weihnachtszeit. Fahrgeschäfte, der Lausel-Adventskalender und ein Puppentheater waren wieder dabei. In den kommenden Tagen und Wochen dürfen sich die Bestenseer auf weitere weihnachtliche und Neujahrsveranstaltungen freuen. Darunter das Pezer-Adventsfeuer, das Weihnachtssingen mit den Netzhoppers und die große Silvesterparty. Weihnachtszeit ist immer eine schöne Zeit. Weihnachtszeit ist nicht nur in Bestensee. Weihnachtszeit ist in der ganzen Welt. Da mussten wir uns im Bestensee dran gewöhnen, dass die ganze Welt Weihnachten mitfeiert. Wir freuen uns darüber und wir möchten auch vom Bestensee aus alle recht, recht herzlich grüßen. Wir wünschen Ihnen allen ein angenehmes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und neues Jahr. Und vor allen Dingen bleiben Sie alle gesund.